Hallo zusammen. So. Moin Moin! Jetzt gibt's ein neues Video über eine Krankheit, die mich auch sehr belastet und auch viele Menschen, die dieses Video sehen, belastet. Es geht um Depression. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwie Freunde habt, die Depression haben, Familienmitglieder, Vater, Mutter, Schwester, Bruder oder so haben. Ich selber leide darunter und spreche jetzt einfach mal mit euch. Ich nehme auch Tabletten, denen diese Krankheit. Dann klappt es auch. Ich habe auch eine ziemlich Unruhe wieder. Aber trotzdem hindert mich persönlich nicht daran, ein Video für euch zu drehen. So, jetzt viel Spaß. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich mit euch besprechen will. Wie viele haben Depressionen überhaupt? Oder ansatzweise wie viele? Und so. So. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. So, Depression. Wie erkenne ich, dass ich einer Depression leide? So, da habe ich aber nur jetzt Punkt aufgeschrieben. Wenn du unruhig bist. Wenn du nicht mehr schlafen kannst seit Wochen, Monaten, wenn du dich zurückziehst, wenn du die Lust verlierst an Sachen, die du gerne machst, so ich höre Musik, verliere jetzt gerade die Lust dazu, dann bitte nicht schämen, sprecht mit eurem Arzt, sprecht mit eurer Mutter, mit eurem Vater, mit eurer Schwester, mit eurem Bruder. Mit eurem, mit einem besten Freund, mit einem Vertrauenslehrer oder Lehrerin. Und geht zum Arzt, sagt die Sache, so und so ist das, so und so möchte ich das, so und so habe ich das. Und bitte mach mal ein paar Tests mit mir, weil natürlich kann man Depressionen nicht über einen Test herausfinden. Ja, natürlich ist das so, dass man das entsprechend deuten kann. Alles klar, du hast jetzt Depression, du hast keine Depression. Bei mir war das halt so der Fall. Ich habe schon sehr früh bemerkt, dass irgendwas nicht stimmt mit meinem Körper und mit mir, mit meinem Gehirn, dass irgendwas nicht stimmt. Und bin dann auch zum Arzt, der hat gesagt, schon mal zu, irgendwas stimmt jetzt gerade mit mir nicht, was ist da los? Und dann hat er mich auch immer Klinik eingewiesen. Ist auch nichts Schlimmes. Wenn man immer Klinik muss, Klinik muss, dann soll man dahin gehen, dich so durch das Tor. Du fühlst dich zu Hause, geht's dir nicht gut, gehst aus dem Tor raus und fühlst dich zu Hause an DC Loot. Und bei mir war das so der Fall. Ich habe mir eine Klinik angeschaut damals, vor ein paar Jahren. Und ich habe mich wie zu Hause gefühlt und da war mir bewusst, irgendwas habe ich, aber ich weiß nicht was. So, und ja, schämt euch nicht dafür. Sprecht mit irgendjemandem darüber, wenn ihr Unruhe habt oder sonst was. So, ich habe mir hier ein paar Sachen aufgeschrieben, falsche Seite. So, ich lese jetzt mal was vor. 16 bis 20 von 100 Menschen werden irgendwann in ihrem Leben mindestens einmal an einer Depression oder einer chronischen Verstimmung leiden. Es hört sich jetzt wenig an, es ist aber viel. Es hört sich wenig an, ja. Habe ich auch gedacht, wo ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, ist wenig. Aber es ist da nicht so wenig, es ist viel.
Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. So. Was gibt es für Namen? Also, es gibt verschiedene Namen. Ich kann jetzt nicht auf jedes einzelne drauf eingehen, da ich die meisten Namen da nicht kenne. Ich kenne die jetzt, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich das, dafür ist das. Wahrscheinlich, das soll auch, bitte. Bitte schön, ich bin kein Arzt. Und es soll auch ein Arzt machen, nicht ich. So. Tisti Maya, gibt das neurotische Depression, das gibt das. Dann gibt es noch Distis Mischstörung, chronische Depression. Und es gibt noch Depression Persistente Depressionsstimmungswandlung. So, Stimmungswandlung, bist du drauf, lachst, redest und all sowas. Im ersten Moment und dann auf den nächsten Moment, so, dir ist sofort schlecht, du hast voll die schlechte Laune, es geht dann auch wirklich um Zeit. Du hast schlechte Laune in einer Minute so, in der anderen Minute so, du hast schlechte Laune, du zerrst jeden an. Und auf der anderen, dann wieder eine Minute später hast du wieder super Laune, redest wieder viel, lachst und so. So, belastende Menschen außerordentlich stark, oft fangen sie unbemerkt an und treten schleichend auf. Das heißt, du merkst da nicht, dass du Depression bekommst. Denn das ist ein schleichender Prozess. Bei mir hat es auch lange gedauert, bis ich mal wirklich auch begriffen habe, dass ich Depression habe. Und auch sehr, 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 sehr lange hat es gebraucht bei mir. Und ich selber muss sagen, mach die Krankheit. Jetzt sind wir gerade bei dem Thema Depression. Egal was für eine Krankheit, Essstörung, Schlafstörung oder was auch immer, egal was für eine Krankheit euch belastet, macht eure Krankheit zum Freund, nicht zum Feind. Heißt, lebt mit eurer Krankheit und nicht dienen die. Weil wenn ihr dienen die lebt, ist ihr macht euch kaputt damit. Deswegen ich den mit meiner Krankheit, den ich ohne meine Krankheit nehme, auch Tabletten. Da hatte ich aber jetzt nicht in diesem Video drauf ein. Wenn ihr nochmal ein extra Video dazu haben wollt, zu Tabletten und so, dann schreibt einen Kommentar. Tablettenzeiten, dann mache ich ein Video darüber, wie ich die nehme, was ich nehme und warum ich die nehme und so. Gerne unten mal Kommentare schreiben. Ansonsten, dann nimmt's noch ein. So, dann nimmt's noch Selbsterfahrung. Was ich an Selbsterfahrung gesammelt habe, da wo ich das die Lust. Also bei mir war das so, ich habe halt festgestellt, dass ich Depressionen habe. Die Lust, die hat an mir gefehlt. Ich bin mit Freunden ausgegangen, immer nicht mehr. Ich wollte nicht mehr essen, wollte nicht mehr schlafen, ich wollte schlafen, konnte aber nicht schlafen, konnte nicht essen. Ich war wirklich unten am Boden zerstört. Und dann habe ich gesagt, gut, ich suche jetzt einen Arzt auf ihr, was stimmt gerade nicht. Da soll jetzt mal Klartext mit mir sprechen. So. Schlafstörung, genau, Schlafstörung, die habe ich im Moment auch wieder. Ich weiß nicht, ob ihr es an meinen Augen seht, ich bin total müde, bin total gerädert, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock, dieses Video hier zu machen, mache ich aber jetzt trotzdem, weil ich versuche jeden Tag ein Video zu veröffentlichen an euch. Stimmungsschwankungen, genau, Stimmungsschwankungen habe ich auch, das heißt, ich bin auf einer, habe ich vorhin schon mal irgendwann erwähnt. Auf einen Moment lache ich, bin fröhlich, bin gut drauf. Und dann eine Minute später zatte ich rum,
40 andere Menschen an. Ich werde unfreundlich im Ton und so. Also es ist nicht schön. Vor allem nicht bei den Menschen, die du deren hast und die dann deine Laune aushalten müssen. So. Auf nichts los. Genau, das ist ja genau dasselbe, wie ich schon erwähnt habe. Lustlos, dass ich es auf nichts Lust zu haben. Das heißt, ihr habt keine Lust mehr, Freunde, auf Familienmitgliedern und hin und her. Es gibt so viele verschiedene Arten von Krankheiten und Lustlosigkeit und so. Das auf jeden Fall. So. Wenn es dir nicht so gut geht, rede mit dem Arzt. Genau, das habe ich auch schon mal in einem vorhin auch schon mal erwähnt. Wenn du merkst, irgendwas stimmt nicht mit dir, irgendwas ist gerade nicht aktuell gut, dir den Scheiß, du willst schlafen, kannst nicht schlafen, nach einer Woche immer noch nicht, obwohl du schon übermüdet bist. Und du hast keine Lust mehr, Freunde schreiben dich an. Freunde schreiben dich an und du schreibst da nicht mehr zurück. Du hast Handy aus, du hast Fernseher aus, du hast Lichter aus. Du bist also wirklich in deinem Wahn drin. Dann geh zum Arzt, rede mit dem Arzt, sag, ey, irgendwas stimmt nicht mit dir, das habe ich. Und ja, der Arzt soll oder der Arzt weiß dann meistens, was man machen muss. So, ich nehme natürlich auch 4, 5 Tabletten, den Depressionen, den Unruhe und den Schlafen und so. Aber dazu mehr, wenn ihr wollt, immer einen Kommentar schreiben oder ich mache das mal einfach so aus Lust und Laune. Laune mal ein Video zu produzieren. So. Also, normalerweise kommt der Reaction und so, aber das Thema haben viele Menschen, wie ich gerade schon vorgelesen habe, bis zu 20 von 100 Sessen bis 20 von 100 Menschen irgendwann in ihrem Leben mindestens einmal an einer Depression leiden. So, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt und hört sich nicht viel an, ist aber viel. So, und damit zum Wort und ich verabschiede mich. Schalte gerne beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, Tobi ist in der Haus. Haut rein und schreibt mir mal Kommentare, ob ihr an Depression leidet oder ob ihr an irgendwas leidet oder so. Und ob ihr Tabletten nehmt oder ob ihr euch gut geht oder nicht. Mir geht es im Moment nicht so gut. Ich habe jetzt ziemlich Unruhe und wünsche euch trotzdem noch einen schönen Tag und dann versuche ich morgen nächstes Video aufzunehmen. Haut rein, ciao.